Herr Gutmann, Wirtschaft für den Menschen. Ja. Wirtschaft für den Menschen ist eigentlich selbsterklärend. Die Wirtschaft kommt von Menschen, die Wirtschaft wird von Menschen bestimmt. Und jeder, der den Menschen aber nicht mit einbezieht, arbeitet eigentlich langfristig an der Wirtschaft vorbei. Das heißt, die Realwirtschaft muss wieder den Stellenwert bekommen, den es vor der ganzen Finanzwirtschaft bekommt. Das heißt, in Zeiten der Finanzkrise ist es nichts anderes als eine verplante, verfehlte Wirtschaftsentwicklung. Und wenn die Menschen erkennen, sie sind eigentlich der Wirtschaftsmotor, der Wirtschaftstreiber und derjenige, der die Wirtschaft erfunden hat und dass sie da wieder zurückkommen müssen, dann wird es wieder in eine andere Richtung gehen, in diese nachhaltige, menschenbezogene und nicht nur gier- und gewinnbezogene Richtung. Okay, vielen Dank.